Ich hatte eine ganz, ganz schwere Zeit und sehr, sehr starke Arthrose-Schmerzen. Konnte kaum laufen und wie gesagt, hatte halt einen Gehstock mit Anfang 30. Das ist schon echt heftig gewesen für mich. Und ich brauchte halt immer Hilfe beim Aufstehen. Also entweder es musste halt jemand dabei sein, der mir dann wieder hochhilft, oder ich musste halt schauen, dass ich, wenn ich mich hinsetze, irgendwo was Stabiles ist, wo ich mich wieder abstützen kann. Und ja, nicht nur ich habe drunter gelitten, auch meine Familie hat gelitten, meine Kinder, und ich konnte mich auch nicht mehr um den Hund kümmern. Meine Lebensfreude, die war halt einfach weg, und die Depressionen wurden halt immer mehr. Ich musste auch täglich Ibuprofen nehmen, manchmal bis 800er, und habe halt dadurch auch sehr, sehr viel zugenommen, weil ich halt auch, ich war am Sofa halt gefesselt. Wow. Und jetzt einfach für die Menschen, die nicht genau wissen, was Arthrose ist. Also ich glaube, fast jeder hat irgendwie eine Idee davon, aber ich meine, du hast es ja gespürt und du hast bestimmt auch mal Ärzte das erklären hören, was da passiert. Kannst du uns da ein bisschen Infos geben, was genau das jetzt ist? Ja, ist halt ein Gelenkverschleiß, so wie mir das erklärt worden ist. Und dass ich halt auf der rechten Seite der Verschleiß halt schon etwas heftiger war. Und ich halt dadurch die Schmerzen auch hatte, und halt hatte ich halt auch Wasseransammlung im Knie dadurch. Also rechte Seite Knie dann vor allem wahrscheinlich, wenn du sagst aufstehen oder auch andere Gelenke betroffen. Ja, das linke Knie war auch ein bisschen betroffen, aber das war nicht so schlimm. Und also das heißt, du hast es probiert mit Schmerzmitteln, gab es Kortisonspritzen, die probiert worden sind, oder Wasser absaugen. Was wurde alles probiert, bevor du die Ernährung umgestellt hast? Ja. Genau, Kortisonspritzen hatte ich ausprobiert, und ich war auch bei Physiotherapeuten, habe es mit Bewegung probiert, aber halt der Schmerz war so schlimm, dass ich einfach, ich war so frustriert und hatte so viele Schmerzen, dass ich einfach nicht diese Kraft hatte, mich dann zu bewegen. Ja, Wahnsinn. Und jetzt, wie ist es jetzt? Also jetzt gehst du ja wandern. Also hast du jetzt noch Schmerzen oder sind die komplett weg? Die Schmerzen sind komplett weg. Die habe ich nicht mehr. Und wie erklären sich das die Ärzte, dass du jetzt keine Schmerzen mehr hast? Also weil eigentlich Gelenkverschleiß heißt ja, das Gelenk ist kaputt. Ja. Also das. Wurde es jetzt wieder aufgebaut oder sind einfach keine Entzündungen mehr da oder ist genügend Leitflüssigkeit da? Was ist da die Diagnose? Die Flüssigkeit ist zurückgegangen und die Entzündung. Und deswegen sind die Schmerzen nicht mehr da. Das vermute ich mal, ja. Okay. Also wirklich faszinierend. Ich habe ja Sportwissenschaft studiert und da war ja oft auch die Aussage, die, also wenn Arthrose mal da ist, also wenn einfach wirklich die Gelenke beschädigt sind, dann kannst du die jetzt nicht wieder aufbauen oder so. Aber vielleicht sind sie ja Nein. auch nach wie vor noch beschädigt, aber halt dadurch, dass halt alles wieder sich bewegen kann, keine Flüssigkeit da ist, keine Entzündungen mehr da sind, geht es. Muskulaturaufbau dann. Okay. Hast du das gezielt gemacht oder kam das dann einfach durchs Spazierengehen? Also hast du dann noch Physiotherapie gehabt oder kann man sich das Nee, durch vorstellen? die Auswanderung habe ich dann eher weniger gehabt jetzt. Aber weil wir hier sehr viel laufen, spazieren gehen, gerade berghoch und runter. Wir wohnen ja quasi so im Gebirge. Okay. Und ich denke, dadurch hat sich das auch noch mehr aufgebaut.